Was würdest du davon halten, wenn die Deutsche Post oder Siemens dir dein Netflix-Abo bezahlt? Klingt gut, aber wie soll das eigentlich gehen? Das Stichwort lautet Dividende. Was das genau ist und warum sie bei deiner Anlage am Aktienmarkt langfristig so wichtig ist, zeigt dir unser Kapitalmarktspezialist Falco in diesem Video. Mit dem Kauf einer Aktie erwirbst du einen ganz kleinen Anteil an einem Unternehmen, zum Beispiel in den Gebäuden, Maschinen oder Patenten. Du wirst damit zum Aktionär oder Anteilseigner und bist beteiligt am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Macht das Unternehmen Gewinn, beteiligt ist seine Aktionäre in der Regel daran. Der Teil des Gewinns, der an die Aktionäre dann ausgeschüttet wird, der wird als Dividende bezeichnet. Dividende wird immer pro Aktie ausbezahlt. Machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir an, dass du 10 Aktien der ABC AG besitzt. Und diese zahlen eine Dividende von 2 Euro pro Aktie. Damit erhältst du 10 mal 2 Euro, also insgesamt 20 Euro Dividende. Diese bucht dir dein Broker direkt auf das Verrechnungskonto deines Depots. Die Dividendenzahlung erfolgt in der Regel immer ein paar Tage nach der Hauptversammlung. Denn dort fassen die Aktionäre auf Vorschlag des Aufsichtsrates und des Vorstandes einen Beschluss über die sogenannte Gewinnverwendung und damit auch die Höhe der Dividende. Zu beachten ist, in schwierigen Zeiten, wenn das Unternehmen mal keinen oder auch nur wenig Gewinn erwirtschaftet, dann kann auch die Entscheidung getroffen werden, dass die Aktionäre eben gar keine oder nur eine sehr geringe Dividende erhalten. Neben der klassischen Bardividende, also dass du Geld bekommst, gibt es auch noch die Sachdividende. Da kann die Ausschüttung in Form von Gütern erfolgen, die das Unternehmen produziert. Eines der bekanntesten Beispiele dürfte der mehrere Kilogramm schwere Schokoladenkoffer von Lindt & Sprüngli sein, den der Konzern jedem Besucher seiner Hauptversammlung mitgibt. Ebenso existiert noch die sogenannte Stockdividende, bei der du weitere Aktien vom Unternehmen erhältst. Die Aktie kurz vor der Dividendenzahlung kaufen, sich dann über den zusätzlichen Ertrag freuen und die Aktie direkt wieder veräußern? So einfach ist es leider nicht, denn am Tag der Dividendenausschüttung notiert der Kurs der Aktie ex-Dividende, das heißt der Aktienkurs sinkt um die Höhe der pro Aktie gezahlten Dividende. Angenommen, eure ABC-Aktie kostet 100 Euro und ihr bekommt 2 Euro Dividende pro Aktie. Dann fällt an diesem Ex-Tag der Aktienkurs, zumindest theoretisch, um diese 2 Euro auf 98 Euro. Ja, dieser Vorgang drückt sich in der Praxis jedoch meistens nicht 1:1 direkt im Börsenkurs aus, denn es gibt noch andere Faktoren wie Angebot und Nachfrage, die den Aktienkurs beeinflussen. Oft kann der Dividendenabschlag in guten Börsenphasen, aber durch Kurssteigerungen recht schnell wieder ausgeglichen werden. Warum manche Unternehmen eine Dividende zahlen und andere nicht, das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Mit der Dividende, wie gesagt, sollen die Aktionäre grundsätzlich am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt werden. Bleibt diese aus, kann das auch dazu führen, dass eine Dividende gekürzt wird oder entsprechend ganz ausfällt. Unternehmen, die zuverlässig eine Dividende zahlen, sind oftmals in etablierten, wenig wachstumsstarken Branchen aktiv. Sie verdienen viel Geld, aber ihre Aktienkurse steigen nur im Marktdurchschnitt an. Mit einer hohen Dividende verfolgen sie dann den Zweck, eine Beteiligung für euch als Aktionäre attraktiv zu gestalten und auch weitere Anteilseigner für sich zu gewinnen. Typische Vertreter wären hier Banken, Versicherungen oder Versorger. Es gibt aber auch Unternehmen, die sehr erfolgreich sind und trotzdem keine Dividenden zahlen. Denn sie wachsen sehr stark und benötigen die Gewinne für zukünftige Investitionen wie zum Beispiel Forschung oder Entwicklung. Das ist für die meisten Aktionäre auch in Ordnung, denn ihren Gewinn können sie zumeist aus den kräftig gestiegenen Aktienkursen dieser Konzerne erwirtschaften. Typische Vertreter sind hier die schnelllebigen, wachstumsstarken Branchen wie beispielsweise die Technologieszene, Apple und Co. lassen hier grüßen. Die absolute Höhe einer Dividendenzahlung hat übrigens nur einen bedingten Aussagewert. Du musst sie immer im Verhältnis setzen zum Aktienkurs, denn dieser entspricht ja deinem eingesetzten Kapital. Teilst du beispielsweise die Dividende pro Aktie durch den Aktienkurs, dann erhältst du nämlich die sogenannte Dividendenrendite. Das könnte man als eine Art Verzinsung deines Investments betrachten. Bei unserem Beispiel der ABC-Aktie, die 100 Euro kostet und eben 2 Euro Dividende pro Aktie ausschüttet, ergeben sich so 2% Dividendenrendite. Würde die Aktie hingegen 200 Euro kosten, ergeben sich so nur 1% Dividendenrendite. So kannst du zum Beispiel Unternehmen aus der gleichen Branche bezüglich der Dividendenrendite hinsichtlich ihrer Gewinnbeteiligung der Aktionäre gut vergleichen.
Die im DAX gelisteten Unternehmen zahlten im langjährigen Durchschnitt eine Dividendenrendite von gut 3%. Das klingt angesichts von so manchen zweistelligen Kurssteigerungen, die wir in den letzten Jahren bei Aktien gesehen haben, als nicht besonders viel. Aber in der Regel werden die Dividenden zumindest von finanzstarken Unternehmen sehr zuverlässig gezahlt und das auch in schwierigen Börsenzeiten. Im Laufe der Jahre kann so die Dividendenzahlung einen nicht unerheblichen Anteil an der Gesamtrendite deines Portfolios ausmachen. Ganz explizit kann man das am DAX ablesen, denn beim DAX-Index, von dem wir immer in den Nachrichten hören, werden bei der Berechnung die von den Unternehmen gezahlten Dividenden berücksichtigt. Der Index rechnet die zusätzlichen Anlageerfolge, die du durch Dividendenzahlung bekommst, mit ein. Diese Indexart nennt sich übrigens Performance-Index. Was die wenigsten allerdings wissen, es gibt noch einen kleinen Bruder des bekannten DAX, nämlich den sogenannten K-DAX. Das K steht hier für Kursindex und dort werden die Dividenden eben nicht berücksichtigt. Warum ist das jetzt wichtig? Ein Beispiel. Beide Indizes wurden am 31.12.1987 bei einem Stand von 1000 Basispunkten gestartet. Mittlerweile liegt der DAX Performance Index bei etwa 16.000 Punkten. Der K-Index hingegen weniger als die Hälfte wert, nämlich nur bei 6.300 Punkten. Das heißt, in den vergangenen 36 Jahren sind fast zwei Drittel der DAX-Kurssteigerung allein auf die Dividende zurückzuführen. Ja, und der DAX Performance Index, der hat seit 1987 im Durchschnitt fast 8% jährlich zugelegt. Sein Pendant, der K-DAX, wuchs nun durchschnittlich gut 5% pro Jahr. An diesem Beispiel kannst du also richtig gut erkennen, welchen langfristigen Anteil Dividendenzahlung für dein Depot haben können. Wir haben jetzt schon festgestellt, welchen langfristigen Einfluss Dividenden bei der Geldanlage haben können. Auch wenn ihre absolute Höhe nicht so spektakulär klingt, können es die in der Regel wirklich verlässlichen Zahlungen auch in schlechten Börsenphasen sein, die dein Portfolio absichern können. Umso sinnvoller kann es daher sein, Unternehmen in deine Depot aufzunehmen, die stets zuverlässig dir, also den Aktionären, Gewinne ausschütten können. Ja, und hier kommen die sogenannten Dividendenaristokraten ins Spiel. Ja, bei diesen Werten sprechen wir nämlich von Unternehmen, die über einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren nicht nur Dividende an ihre Aktionäre überhaupt ausgezahlt haben, sondern diese auch konstant oder es geschafft haben, sie jährlich zu steigern. Ja, die Besonderheit dieser Unternehmen liegt also darin, dass sie bewiesen haben, über einen recht langen Zeitraum, beispielsweise eben diese 25 Jahre, erfolgreich zu wirtschaften und ein stabiles Geschäftsmodell aufweisen. Besonders bemerkenswert ist, dass die aktuellen Dividendenaristokraten gleich mehrere Börsenzyklen und Krisen, wie zum Beispiel den Dotcom-Crash, die Finanzkrise oder auch die Corona-Pandemie, gut überstanden haben und weiterhin während dieser ganzen Zeit eine Dividende an ihre Aktionäre ausschütten konnten. Wenn man Dividendenaristokraten einer bestimmten Branche zuteilen möchte, fällt auf, dass diese Unternehmen häufig aus der Konsumgüterindustrie kommen. Grund dafür ist, dass sich Lebensmittel oder Hygieneartikel auch in Krisenzeiten gut verkaufen lassen. Toilettenpapier in der Corona-Krise ist da vielleicht ein gutes Beispiel für. Hinzu kommt, dass die Konzerne nach so vielen Jahren im Markt auch über entsprechend große Preissetzungsmacht verfügen. Wie bereits vorgestellt, sind manche Unternehmen in der Lage, aufgrund ihrer hohen und zuverlässigen Gewinne regelmäßig Dividenden an ihre Aktionäre auszuschütten. Jetzt gibt es aber auch Unternehmen, die nicht oder kaum Gewinn erwirtschaften und trotzdem eine vielleicht sogar hohe Dividende an ihre Aktionäre ausschütten. Hier sollte man immer kritisch hinterfragen, ob diese Praxis wirklich langfristig Bestand haben kann, wenn nämlich zum Beispiel Investitionen gegenüber einer Dividendenzahlung hinten angestellt werden. Solche Modelle sind meistens nicht nachhaltig und können langfristig den Konzern gegenüber der Konkurrenz ins Hintertreffen führen. Wie bereits ausgeführt, ist nicht die absolute Höhe, sondern die Dividendenrendite ausschlaggebend. Eine sehr hohe Dividendenrendite sieht jetzt verlockend aus, aber du solltest auch immer den Kursverlauf des Unternehmens und der Aktie über einen längeren Zeitraum im Blick haben. Hier weist die Aktie in 2023 eine sehr hohe Dividendenrendite von 8% aus und im Zeitverlauf konnte diese sogar zulegen. Klingt nicht schlecht, aber dies erfolgte jedoch nicht, wie zum Beispiel bei den Dividendenaristokraten, durch kontinuierliche Erhöhung der Dividende, sondern weil der Aktienkurs kräftig an Wert verloren hat. Anhand dieses Beispiels möchten wir euch mal verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass ihr euch nicht allein von dieser ausgeschriebenen Dividendenrendite verleiten lasst, die Aktie einfach blind zu kaufen, sondern auch immer die Frage stellt, ob das Unternehmen gut aufgestellt ist und sich ein Investment lohnt, da Börsenkurse meistens nicht ohne Grund längerfristig fallen, sondern oftmals tiefer liegende Probleme beispielsweise im Management oder bei den Produkten dahinter stecken können. Nicht nur potenzielle Kurssteigerungen von Aktien, sondern auch die Beteiligung an Gewinn in Form von Dividenden können also einen relevanten Anteil an deinem Depotertrag haben. Dabei solltest du dich aber nicht allein von hohen Ausschüttungen blenden lassen,
sondern immer auch auf das Umsatz- und das Gewinnwachstum der Unternehmen achten. Auch der Verschuldungsgrad ist eine wichtige Kennziffer. Denn nur Unternehmen, die gut wirtschaften, können auch in Zukunft höhere und zuverlässige Dividenden zahlen. Obwohl die Vergangenheit nie eine Garantie für die Zukunft natürlich sein kann, gelten hier aber zum Beispiel die sogenannten Dividendenaristokraten als solide und zuverlässige Dividendenzahler. Aber auch hier gilt, Konsumgewohnheiten und Trends sind natürlich nicht in Stein gemeißelt und die Nachfrage nach unterschiedlichen Produkten oder Dienstleistungen unterliegt Veränderungen. Du sollst also stets eine gute und ausführliche Aktienanalyse durchführen, um eine Grundlage für dein Investment zu definieren. Das war's mit unserem Video zum Thema Dividenden. Wir hoffen, dass du einige neue Dinge lernen konntest und nun auch über die Bedeutung von Dividenden als passives Einkommen und für dein Portfolio Bescheid weißt. Weitere Informationen bekommst du zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal, bei deiner Volksbank, Raiffeisenbank oder auch gerne auf dzbankderivate.de. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.